Hallo zusammen zu einem neuen Video von uns. Hallo. Was erwartet uns heute? Heute ist Kirmes, genau. Wir haben hier bei uns im Stadtteil eine kleine Kirmes. Dürfte nicht so viel erwarten, sind wirklich nur ein paar Stände. Aber bald kommt die Düsseldorfer Rhein-Kirmes. Lasst ein Abo da, wenn ihr dieses Video dann sehen wollt und nicht verpassen wollt. Daumen nach oben. Genau, und jetzt gucken wir uns das einfach mal an, die paar Buden. Ich denke, da auf jeden Fall wird es Kinderkarussell geben, vielleicht Entenangeln. Viel Spaß! Lotti, wir gehen jetzt zur Kirmes. Kommst du mit? Ja. Ja? Wo ist die Kirmes denn? Da! Da? Ja. Ja, sieht so nach Kirmes aus. Wollen wir mal schauen. Hier haben wir den Rock'n'Rope. Okay, cool. Hier geht schon mal die Post ab. Hier haben wir so einen schönen Traktor. Mit einem schönen Strauß Blumen. Ja, hier haben wir das Kinderkarussell. Da möchte Lotti bestimmt schon drauf. So, dann erstmal auf zur Kasse, Karten holen. So, Charlotte sucht sich ein Fahrzeug. Sie hat das Motorrad genommen. Und jetzt geht's los. Es dreht sich. Lotti. Sie hat jetzt das Feuerwehrauto geentert. An dieser Stelle die Abo-Glocke läuten lassen. Also sie bleibt nicht sitzen. Lotti, sitzen bleiben! Jetzt ist es das gelbe Mofa. Sorry, zu Ende. Nochmal. Ja, die große Kirmes kommt ja noch. Dann darfst du nochmal. Jetzt nicht. Was machen wir jetzt? Jetzt gehen wir einmal so rum, so durch. So, hier kann man Dosen werfen. So, hier kann man Laser schießen. So, wir gehen jetzt Entenangeln, ne? Ja, wir nicht. Die Charlotte geht jetzt enger. Ach, die Charlotte. Das ist besser, das Entenangeln, weil das mit Magneten ist. Das ist ja einfach nur viel, dass das jetzt schon nach Schlaufe ist. Das ist ja immer schwer. Und ja, stimmt. Ja. Freust du dich, Lotti? Ja? Yeah? Wird diesmal der Hauptgewinn sein? Danke! Und es geht los! Sie braucht Hilfe, jawohl! Ja, die erste Ente ist schon mal gefangen. Ja, gut, jawohl! Und jetzt hoch! Jawohl! Wie viel haben wir? Jetzt haben wir 8. 8 Stück? Okay, 3 Enten dürfen wir noch. Ah, jawohl, Hauptgewinn. Super. So, jetzt suchen wir uns einen Preis aus. So, was möchtest du haben? Ein Maschinengewehr, eine Pistole. So. Such dir was aus. 3 Stück machen wir nicht. Da gibt es auch hier Luftblasen, kann man da machen. Ja, willst du das haben? Luftblasen? Ja. Das möchtest du haben. Okay. Das ist dein Gewinn. Und freust du dich? Ja. Oh, da gehst du jetzt direkt los. Ui, da haben wir aber jetzt unterwegs Spaß. Wow. So, wir holen jetzt eine Portion Krebs mit Nutella. Haben hier so einen Stand, da haben die auch Waffeln und Mutzen und Dampfnudeln. Aber wir haben uns für Krebs entschieden. Hallo, wir hätten hier einmal Krebs mit Nutella.
wird es frisch zubereitet. Mm. Das sieht doch schon mal sehr gut aus. Jetzt wird noch die Mona Lisa gemalt, ne? Dann guten Hunger, ne? Dankeschön. Währenddessen macht die Lotti noch ein paar Blasen. So, Geschmacksprobe. Ah, ich durfte ja eben schon ein Stück probieren und es war köstlich. So, ich bin gespannt. Ja. Und kann man Daumen hoch geben? Wirklich lecker, kann man Daumen hoch geben, aber die besten sind wirklich in Paris gewesen. Ne? Als wir in Paris waren, haben wir auch Krebs gegessen. Stimmt, ja. Nie wieder haben wir so gute gegessen. Ne? Ja. Wo waren wir dann? Montmartre. Montmartre, wir waren am Montmartre, genau. Da haben wir Krebs gegessen und die waren richtig lecker. Ja. So, das war's von der Kirmes. Sie ist klein, aber fein. Liegt direkt am Rhein. Vielleicht die kleinste Kirmes am Rhein Deutschlands. Aber die größte kommt ja noch, oder? Genau, die größte kommt bald. Ich glaube, 2-3 Wochen. Ja. Da gehen wir auch wieder hin. Dann geht's los. Da soll es ja eine neue Wildwasserbahn geben. Oh ja, darauf freuen wir uns. Weil ja. In Düsseldorf an der Rheinkirmes war es ja so, dass jahrelang immer dieselbe Wildwasserbahn da war. Und die steht jetzt in irgendeinem Freizeitpark. Die hat jemand aufgekauft. Mhm. Und jetzt dieses Jahr ist das erste Mal eine neue Wildwasserbahn da. Und die wollen wir natürlich dann direkt ausprobieren, wenn wir da sind. Genau. Wir gehen jetzt hier noch ein bisschen spazieren. Hier am Rhein ist immer schön herrlich. Und ja, dann gucken wir mal, ne? Wollten wir gleich mal zur Kaiserpfalz, die euch auch nochmal zeigen. Ich mach mal einen Schwenk gleich zum Rhein. So, hier ist der schöne Rhein. Und da vorne ist die kleinste Kirmes. So, man hört das Rauschen der Wellen im Hintergrund und da vorne sehen wir das Boot. Das fährt hier vom Kaiserswerther Hafen quasi bis zur Altstadt, glaube ich. Vielleicht noch weiter, ich weiß aber nicht genau. Auf jeden Fall bis zur Altstadt. Und das kann man immer machen. Da ist man so circa 30 bis 40 Minuten unterwegs und dann kann man schön am Rhein die Sonne genießen. So Leute, diese Lampe ist was ganz Besonderes. Wenn es hier dunkel wird, Nacht wird, dann fängt sie an zu leuchten. Phänomenal. Ja, so ist das manchmal, ne? Die Leute, die haben Seegang und da ist der Stuhlgang. So Leute, hier haben wir die Kaiserswerther Kaiserpfalz und die wollen wir jetzt besteigen. So, jetzt sind wir hier im Tunnel und jetzt gehen wir gleich die Treppen rauf. Jawohl, jetzt gehen wir die Treppen hoch. So, so. Das sieht schon sehr beeindruckend aus. Und wir gehen jetzt die Treppe hoch. So. Und noch eine Treppe hoch. Die ist angenehm flach. Vorsicht, gut festhalten, Lotti. Upsala. Upsala. Und noch einmal. Hier hat man schon eine Aussicht auf den Rhein. Es geht aber noch höher. Nein, Leute. Festhalten. Siehst du? Da sind wir oben. So. Da unten, da ist die Mama. Der ganz kleine Punkt. Und ich zoome mal drauf. Und sie winkt bestimmt. Ja, sie winkt. Ja, da ist sie. Jawohl. Jawohl. Da ist sie. Oh, bitte. Oh, jetzt sind wir hier ganz oben, was angelangt. Und wir können aber noch ein Stück weiter hochgehen. Das machen wir jetzt mal. So, ich muss aufpassen, dass ich hier mich nicht hinlege mit der Lotti und der Kamera. So, noch wenige Stufen. Dann sind wir auch am Ziel. So, jetzt haben wir hier die tolle Aussicht. Haben wir die tolle Aussicht von oben. So, vorne ist der Rhein, hier ist das Mauerwerk, jetzt geht es wieder nach unten, die Treppen, zack, 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 zack,
Zack, zack. So. Ja, also wer hier einmal in Kassis wert ist, also es ist echt ein Muss, hier hochzugehen und es kostet nichts. Hier vorne geht es noch weiter. Hier ist so eine kleine Brücke. Und da gibt es so einen Tunnel. Und da ist so eine Statue. Und dann kann man wieder zurückgehen zur Mama. Hopp, hopp, hopp. Super. Ja, da lang. Oh, das könnte wehtun. Mama! Ja, da ist sie ganz stolz. Das war jetzt schon das zweite Mal oben drauf. Hallo. Alles klar. Da haben wir auch nochmal Glück gehabt. Jetzt gehen wir nach oben. Den Rhein haben wir gesehen. Ja, glaube ich. Das Wasser war noch da. Genau, also es ist wirklich ein schönes Ausflugsziel für alle, die aus Düsseldorf und Umgebung kommen. Können wir wirklich mal hier hinkommen. Und es ist gratis. So Leute, pass auf. Die Miriam hat euch was zu erzählen. Genau, wer von euch gedacht hat, Elvis ist tot, hat sich leider getäuscht. Wir wissen sogar, wo sein Auto steht. Das zeigen wir euch jetzt. Da ist das Auto. Guckt euch das an. Sieht ja noch neu aus, der Lack. Und hier ist der Beweis. Hier ist das Beifahrerfenster und da kann man wunderbar das Lenkrad erkennen. Es ist das Dschungelauto schlechthin. Also Elvis hat hier sein Auto stehen, aber er versteckt das immer sehr gut, damit die Fans nicht wissen, wo er wohnt. Und da ist das gute Versteck. Charlotte, willst du ein Eis haben? Ja. Ja. Möchtest du auch ein Eis haben? Ja, sehr gerne. Möchte ich ein Eis haben? Natürlich! Also, nein, gehen wir jetzt ein Eis kaufen, oder? Genau, wir müssen jetzt noch ein Stück laufen. 10 Minuten oder wie lange laufen? Ja, 10 Minuten. Genau, dann sind wir auf dem Marktplatz. Den können wir euch dann auch einmal zeigen. Da ist auch der nackte Bauer. So, komm hier einmal an die Seite, ja. Ist ein Auto. Und so ein Brunnen, das zeigen wir euch. Genau. Kaufen wir uns ein Eis und danach gehen wir aufs Krankenhausgelände. Da kann man mal schön spazieren gehen. Ja, alles klar. Bis gleich. Da ist ja die Caro. Hä? Moment. Da ist die Caro. Hey, Caro. Die ist natürlich auch wieder am Start. Und diesmal ist sie wach. Hey. Und lacht. Oh, hier haben wir noch die schönen alten Gassen, wie man sie von früher kennt. Oder aus Paris oder sonst woher. Wunderschön. Und das gibt's hier nur in Kaiserswerth. Wir haben 27 Grad und hier sieht man noch alles schön in Kirmesstimmung. Die Fähnchen wehen im Wind. Herrlich. Also hier ist die Bäckerei Schuster und ob ihr es glaubt oder nicht, hier holt sich der Campino jeden Morgen seine Brötchen ab. So Leute, da hat aber jemand Durst. Und Wasserspaß mit Lotti. Immer wieder gern gesehen. Die Wasserratte ist wieder am Start. Oh. Nee. Jetzt sind wir am Clemensfeld angekommen und gehen jetzt ein Eis essen. Was ist das? Das ist der nackte Bauer. Bah. So Leute, diese 10 Euro werden jetzt umgewandelt in Eis. Wenn wir sie nochmal zurückbekommen. Wir hätten gern 3 Hörnchen mit einer Kugel, jemals mit Milchschnitte. So, Lotti? Oh, du hast ja schon ein Eis. Woher hast du das denn? Das gibt's doch gar nicht. Willst du 2 Eis, Lotti? Ja. Nee. Du hast ja auch schon Eis. Ich hab noch keins. Das lassen wir uns jetzt erstmal schmecken. Der Michael ist ja ein großer Naturfreund und immer wenn wir draußen spazieren gehen, überkommt es ihn und er muss die Bäume umarmen. Da geht es mir gleich viel besser. Ich auch einmal. Du willst auch einen Baum umarmen? Ja, das liegt in der Familie dann, ne? Dann sind wir schon wieder am Ende angelangt. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst einen Daumen nach oben da. Der geht so. Ihr könnt auf Abonnieren drücken, für die, die es noch nicht gemacht hat. Und die Glocke bitte betätigen. Das wäre sehr nett. Ja?
Kirmes war ja recht kurz, ja. Ne? Aber dafür sehr intensiv. Ne? Ich werde davon ja Jahre zehren. In diesem Sinne, wir sagen bis zum nächsten Mal. Tschüss.